Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2. Wir sind das letzte Mal hier im Erebor stehen geblieben, beziehungsweise am Anfang vom Erebor und werden uns nun darum kümmern, die Stadt Tal zu erobern. Ich möchte hier nur die beiden Baumeister auch noch aufhalten, bevor die verschwinden. Huch, jetzt habe ich die falsche. Jetzt, eigentlich wollte ich Spinnen machen. Aber die sind schneller. Als die Dunländer und die Baumeister. So, dann sammelt's mir hier mal die Vorräte ein. So, das hätten wir. Dann schnappen wir uns jetzt doch mal die Stadt Tal. Macht euch bereit. Die Orks nehmen sich jetzt erstes mal hier das Gasthaus. Dann können wir da nämlich Korsaren uns rufen. Weit schießen vom Turm aus. Respekt. Ah, da ist noch ein Turm, den wir zerstören müssen. Den nehmen wir uns da natürlich auch gleich vor. Gott, das ist jetzt uns. Nein, es war verbuggt. Irgendwie ist das verbuggt. Jetzt. Jawohl, da kann man Leckle Haradrim rausholen. Das ist cool. Wir müssen ihre Häuser niederreißen. Zeigen wir es ihnen. Bleibt wachsam. Erledigt sie. Also wenn wir schon die Option haben, uns Haradrim zu holen, dann machen wir das doch auch gleich. Denn nur mit den Belagerungstruppen, die wir hier haben, wird es uns nicht gelingen, die Stadt einzunehmen. Wenn die jetzt auch mal kommen würden. Jawohl, da haben wir jetzt die Haradrim. Und zwar sind das Haradrim aus dem ersten Teil. Das sind nicht die Haradrim, die man hier hat. Das sind die Lanzenträger aus dem ersten Teil. Das ist cool. Das hatte ich auch noch, das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, es wären nur ganz normale Haradrim, aber nein. Es sind die Speerwerfer. So, jetzt bitte vernichtet hier mal die. Habt ihr das gesehen? Oh nein! Deckung! Wir legen alles in Schutt und Asche! Wir wollen die bitte trotzdem einmal hier vernichten. So, Feuer frei! Das Gebäude stürzt ein! Noch mehr Waffen sind gekommen! Nein! So.
Jetzt holen wir uns hier noch ein paar Haradrim. Währenddessen werden unsere Katapulte, die ich jetzt mal auf ihre angestammte Nummer 3 setzen werde, hier die Türme zerstören. Und ganz nebenbei die Häuser, die im Weg stehen. Das wird anscheinend auch gleich, ja, zerstört werden. Seid bereit! Noch mehr Haradrim sind gekommen! Oh. Von da oben kommen schon wieder ein paar Zwerge. So, was haben wir denn hier für Fähigkeiten auf der 15? Einmal haben wir da Saurons Auge. Dann schürt die Feuerrohstoffe von Bäumen 100% mehr. Das ist eine passive Fähigkeit. Dafür bräuchten wir halt allerdings die Sägewerke. Dann Industrie, Rohstoffproduktion des gewählten Gebäudes wird vorübergehend auf 300% erhöht. Das ist cool. Oder den Pfeilhagel, den werde ich auch ausrüsten. Und dann haben wir auch noch den Lindwurm, den kennen wir aus der guten Kampagne. Den Pfeilhagel kann ich auch direkt mal demonstrieren. Zack. Also der hat dieses komplette tatsächlich mit schweren Rüstungen aufgewertete Bataillon Axtschleuderer komplett vernichtet. So. Wir holen hier Haradrim aus unserem Gasthaus. Das ist der Weg. Haltet sie auf. Tal soll lichterloh brennen. Lass nichts übrig. So, unsere drei Katapulte schießen dann doch mal bitte direkt weiter auf die hier drauf, auf die Menschen aus Tal. Sollten dann auch bald wieder Zwerge aus Nor von Norden kommen. So, die drei Katapulte gehen dann bitte mal auf den Turm hier. Würdet ihr bitte auch mal treffen? Reißt alles nieder. Nee, ich habe so das Gefühl, ihr zwei trefft gerade eben aus Prinzip einfach nicht. Bombardieren bitte diesen Punkt. Ey, wann habt ihr denn hier das letzte Mal Zielwasser getrunken? So. Das waren die letzten Türme, jetzt kümmern wir uns um die Häuser. Noch mehr Haradrim!
zurückgekommen. Diese Armee ist Mordors nicht wirklich. Nice, wir haben jetzt genügend. Ja, wir haben jetzt genügend zerstört, um unsere Armee zu kriegen, beziehungsweise um unsere Baumeister zu kriegen. Eine Armee haben wir jetzt nicht bekommen. So, du baust einen Haradrim-Palast, bitteschön. Wir brauchen Belagerungswerke, wenn wir den Erebor erobern wollen. Genau, errichtet eine Festung, die Saurons wert ist. Huch, wir haben tatsächlich nur zwei Nazgul und nicht drei. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Unsere Festung ist fertig. Die Festung wurde errichtet. Zum Thronsaal. Ihr wisst, was zu tun ist. Zerstört den Thron vom Erebor. Ist unsere nächste Aufgabe. Die werden wir natürlich auch meistern. Vermutlich nicht mit Bravour, aber wir werden sie meistern. So. Sie greifen uns an! Verteidigt das Lager! Gut, dann machst du als nächstes Belagerungswerke und der andere macht hier eine Taverne. Und dann haben wir alle wichtigen Gebäude. Dann brauchen wir nur noch Rohstoffgebäude und ein paar Türmchen. Noch ein Gebäude fertiggestellt! Ihr wisst, was zu tun ist. Ich weiß. Mach dich nützlich. So. Die Ecke hier unten kennen wir ja sehr gut aus unserem Kampf hier mit der guten Seite, also mit der, also in der guten Kampagne. Öffnet die Tore unserer Belagerungswerke. Ich rieche den Feind. Baut! Was ist denn dieser neuen Taverne? Eure Einstellung! Der Feind ergreift an! Ja. Dann hast du gleich drauf gehen, Wetten. Das Gebäude ist fertig! Oder auch nicht. Weil ich schicke ihn weg. Noch ein Gebäude. So. Wir haben die großen Belagerungswerke. Mach dich nützlich! Was? Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt haben wir auch endlich Zugriff auf alle Upgrades. Sie greifen uns an. Der Taverne. Nazgul ist gefallen. Das Gebäude ist fertig. Und dann bitte einmal alle zurückziehen. Wieder, denn wir haben einen Nazgul verloren. Verdammt. Wir haben die Orkgrube erweitert. Das neue Gebäude ist fertig. Such wir den Feind! Die Taverne erweitert. Wir haben den Palast der Haradrim erweitert. So, die Taverne und die Belagerungswerke erweitern wir noch ein weiteres Mal. Dann holen wir uns ein Bataillon Ostlinge. Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Wir müssen schleunigst unser Lager aufbauen und überall Türme hinzimmern.
zur Verteidigung. Speere bereit. Vernichtet sie für Sauron. Dann holen wir uns noch mal ein paar Bataillone Ork-Krieger und Ork-Bogenschützen zur provisorischen Verteidigung. Würdest du dich bitte ebenfalls zurückziehen? So, hier oben kommen die irgendwie zurecht. Ey, die Zwerge kommen echt alle aus ihren Löchern gekrochen. Meine Krieger! Eine neue Horde aus! Wir brauchen mehr Rohstoffe! Da fliegt er! Sie müssen alle sterben! Verschont niemanden! Warum haben wir keine Rohstoffe? So, das sind Haradrim Bogenschützen. Hier gibt's Haradrim Lanzenträger. Sie kommen aus Südwesten. Wir müssen aufpassen. Macht, was euch befohlen! Baumeister, du ziehst dich zurück. Aus Südwesten kommt auch noch irgendwas, haben sie gerade eben erzählt. Wenn sie jetzt erstmal drauf klarkommen, was die uns von Norden und von Osten entgegenwerfen. Wir kennen keine Gnade. Der Kampftrolle ist einsatzbereit. So, der pflügt hier oben jetzt bitte einmal durch. Noch mehr Haradrim sind gekommen. Sind wir bald. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Orks, werft sie nieder. Oh! Ha. Worauf wartet ihr noch? Wir müssen mindestens 5 Katapulte bauen. Baut mehr Katapulte. Echt jetzt, wir müssen 5 Katapulte haben? Nein, müssen wir nicht. Sie wollen unser und fällt nichts auf sie. Spannt eure Bögen. Auch Trolle können das Tor einreißen. Und die brauchen, und es gibt auch etwas, wo sie... Oh nein. Los, nach da unten. Er hat die Zwerge der Eisenberge gerufen. Sie greifen das Lager an. Schützt den Baumeister. Wir werden angegriffen. Bogenschützen. Verteidigt das Schlachthaus. Schieß weiter. Jetzt. Schickt einen neuen Baumeister. Ihre Korsaren, wer hat die denn gerufen? Noch ein Angriff! Egal, da kümmern sich die Katapulte drum. Uns kann niemand aufhalten. Ihr kümmert euch mal bitte hier um das da. Die Feuerpfeile sind fertig. Der Feind! Da ist noch einer! Verteidigt das Lager! Weg von den Flammen! Sie fallen über unsere Rohstoffe her! So, das wäre erledigt. Jetzt kümmert euch um Gloin. Ihr schießt jetzt mal nach da oben. Das Auge beobachtet uns! Ein Kopf, sie greifen den Baumeister an! Lasst nicht zu, dass es so endet! Der Feind ist in unserem Lager! Du bist mir jetzt gerade eigentlich relativ wurscht. Mein lieber Herr. Saurons Mund. Den holen wir als nächstes. Dann kommen wir an alle. Den holen wir gleich wieder. Das ist egal. So, Gloins Armee haben wir zurückgeschlagen, das ist gut. Eine neue Horde Orks. Was sollen wir sonst noch bauen? Macht, was euch befohlen wird! Macht dich nützlich! Sie zertrampeln uns! Lasst sie noch nicht! Mehr arbeitet an eurer Einstellung! Eine neue Horde Orks! Sie
unser Schlachthaus zerstören. Achtung, Bogenschützen! So, die Nazgul ziehen sich jetzt bitte mal so lang zurück. Bis wir dem Ganzen hier ein bisschen mehr Herr sind. Vor allem, bis diese verdammten Lanzenträger da verschwunden sind. Die sind Gift für die. So, jetzt kommen sie auch von Osten. Erledigt sie! Arbeitet an eurer Einstellung! Denen im Osten werde ich ganz einfach Herr werden können, indem ich dann da ein paar Türme hinstelle. Hier müssen wir ein bisschen mehr drauf aufpassen. Ah, das ist knifflig. Der Kampf ist knifflig. Okay, aber an der Stelle werde ich jetzt einmal diese Folge unterbrechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Let's Play der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2. Bis dahin und tschüss.